Deutschland gegen Holland heißt die Fußballpaarung, die zurzeit, nein, nicht in der Allianz Arena in München, sondern im Hilton Hotel geboten wird. Der Titel der Ausstellung erinnert an das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1990. Für Deutschland spielt Volker Hildebrand, ein Wanderer zwischen den Welten der Malerei und der Medienkunst. Am Morgen vor der Eröffnung überprüft er mit seinem Galeristen Jörg Heitsch die Hängung einer seiner Arbeiten. Für Holland spielt der international anerkannte Documenta-Teilnehmer Rob Scholte. Seit einem Attentat 1994 ist der interviewscheue Künstler auf den Rollstuhl angewiesen. Mediengerecht eröffnen die Künstler die Ausstellung mit der jeweiligen Nationalhymne. Bedeutungsüberladene Medienmomente von nationaler Wichtigkeitsbehauptung als improvisierte Kunstperformance. Dieses nationale Getue, was ja mit Fußball auch immer verbunden ist, das müsste ja eigentlich dem Künstler schwer auf den Wecker gehen, oder? Das kann ich nicht sagen, weil ich mache da ja gerne mit und bin wahrscheinlich einer, der am lautesten die Nationalhymne singt, wenn es losgeht, der natürlich die schwarz-rot-goldenen Socken trägt und die Krawatte zu offiziellen Anlässen, also nicht bei Interviews, da lohnt sich das nicht. Aber ansonsten finde ich das schon ganz okay. Gemeinsam ist Hildebrand und Scholte die Lust an der spielerischen Provokation. Gemeinsam ist ihnen auch der Fundus, aus dem sie ihre Arbeiten entwickeln. Die Medien in all ihren vertrauten und überraschenden Erscheinungsformen. Für die Münchner Ausstellung greift Scholte zu Streichholzschachteln. Das scheinbar banale Medium erweist sich als abwechslungsreich und höchst unterhaltsam. Unüberschaubare, grenzenlose Bildwelt in einem großen Bild. Und jedes große Bild kann vom Betrachter zu einem weiteren, größeren Bild erweitert werden. Zu Recht fühlt sich der getäuscht, der glaubt, dass alle Bilder gleich sind. Bildtäuschung schafft hier Entgrenzung. Und in der spielerischen Hand des Künstlers können Medien den Blick auf die Welt auch öffnen. Jörg Heitsch, der auch Rob Scholte in München vertritt, schlägt einen Bogen zwischen Spiel, Kunst und Fußball. Spiel ist eigentlich auch eine Grundform in der Kunst. Zudem gibt es die Möglichkeit, einfach auch die Stars aus der Sportwelt und auch aus der Kunstwelt zu vergleichen. Das WM-Spiel 1954. Deutschland auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. Ein unbekannter Zuschauer, voller Anspannung und Hoffnung. Film und Fernsehen sind Volker Hildebrands Bildarchiv. Die bewegten Bilder lässt er erstarren. Ein Standbild wird zum Sinnbild, ohne durch Sinnhaftigkeit zu langweilen, ohne die Wirklichkeit zu strapazieren. Dabei treibt ihn das Thema Fußball schon viele Jahre um. Sind Sie eigentlich wirklich an Fußball interessiert oder ist das nur so eine Geste zur Fußball-Weltmeisterschaft? Nö, das ist keine Geste zur Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist einfach ein Training von früh auf. Ich bin halt ein Junge und mein Vater hat mich, seit ich 8 Jahre alt bin, darauf dressiert, Fußballfan zu sein. So wie das auch, wie ich finde, sich gehört. Was ist eigentlich an Fußball so sexy? Ja gut, die Frage ist natürlich höchst interessant. Für mich weniger, weil ich keine Frau bin. Aber wenn ich mich mal in die Frauenrolle hineinversetze, dann denke ich, es muss das Geld sein, was die Jungs verdienen heute. Insofern erklärt sich auch, dass im Fußball nur die höheren Klassen für Frauen interessant sind und ab Amateurliga die Sache völlig den Reiz verliert. Wir stehen ja hier vor einem sehr schönen großen Beckenbauerbild. Was sagen Sie eigentlich jemandem, der sagt, ich kann Beckenbauer nicht mehr sehen? Das ist mir völlig unverständlich, weil ich finde, von Beckenbauer kann man überhaupt nie genug sehen. Ob das jetzt Werbung ist oder Talkshows oder Nachrichtensendungen. Ich finde eigentlich, dass Beckenbauer meinetwegen zumindest einen eigenen Kanal bekommen sollte, wo er rund um die Uhr zu sehen ist. Ansonsten denke ich, mindestens 2 Stunden pro Tag auf jedem Sender zu sehen sein sollte. Ich finde das notwendig. Und wie Rob Scholtes Bildcollagen bieten auch die Ölgemälde von Volker Hildebrand
eine unbegrenzte Zahl von Bildern im Bild. Ein Schritt an das Bild heran und schon verflüchtigt sich das konkrete Motiv und verwandelt sich. Der kunstgeschichtlich Interessierte fühlt sich an die alten Pointillisten erinnert. Der unbefangene Betrachter freut sich am beständigen Wechsel, denn jeder neue Ausschnitt schafft ein neues, abstraktes Bild. Und die Bayern freuen sich ganz konkret an Volker Hildebrands König Ludwig, der zwar auch Multimedia-Bühnen baute, aber keine Fußballstadien. Deshalb soll Volker Hildebrand das letzte Wort haben. Ablass ist dann, wenn der Schiedsrichter pfeift. Bis zum 28. Juli ist die Ausstellung Deutschland-Holland noch im Münchner Hilton Hotel zu sehen.